Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns den Announcement-Trailer von South of Midnight an. Auch diesen Trailer habe ich schon gesehen. Wieder auf der Xbox Game Showcase. Hier behandelt es sich allerdings um ein Action-Adventure in der Third Person, das im tiefen amerikanischen Süden spielt. Und soll uns wahrscheinlich so ein bisschen in die Mythologie des Südens eintauchen lassen. Mit mysteriösen Kreaturen. Und wohl in die Richtung eines Volksmärchen gehen für die moderne Zeit, steht hier. So in etwa. Was ich daran jetzt darunter vorstellen kann, keine Ahnung. Hört sich interessant an. Und ich würde sagen, wir tauchen doch einfach mal in den Trailer ein und schauen uns das Ganze an. South of Midnight Announcement Trailer. In-Engine Footage. Finde ich schon mal besser, als wenn es ein gerenderter Trailer ist, der nicht der Grafik dem Spiel entspricht. Hier finde ich die Grafik sehr interessant, ist so halb gezeichnet, aber dann doch auch wieder mit Elementen, die sehr realistisch aussehen. Death don't have no mercy in this land. Yeah. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land. Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. Doch, die Animationen sind sehr interessant. No? So halbwegs stop-motion-mäßig. Well, hey, how about you guys? Habe ich jetzt bisher auch noch nie gesehen. No? Nobody? Not helpful. Sneaky. Alright, so viel verrät der Trailer jetzt hier noch nicht, wie das Spiel laufen wird. Aber ich finde es interessant. Und unsere magische Kraft, nenne ich es jetzt mal, ist offensichtlich irgendwie Spinnenweberei in dem Sinne. Interessanter Ansatz. Wie man das Ganze dann einsetzen wird oder einsetzen kann. Wird interessant werden. Einen Veröffentlichungstermin gibt es leider noch nicht. Aber ich behalte mir das mal im Hinterkopf. Sieht interessant aus. Ich packe es mir auf jeden Fall auf die Wishlist. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.